So, meine sehr verehrten Freunde, Ladies und Gentlemen, Damen und Herren, wir sind wieder zurück hier in Rapture. Und wir sind, im Gefängnistrakt von Persephone. Oder Persephone. Keine Ahnung, wie dieses Gebiet hier heißt. Irgendwie so. Und versuchen jetzt hier in diesen Gefängnisturm einzudringen, um den alten Sinclair... Ja... Eigentlich versuchen wir, ihn zu befreien, indem wir ihn töten. Wir könnten jetzt durch den Tunnel einfach zu ihm reingehen, wo wir eben drinne waren, aber ich möchte mich hier doch noch ein bisschen umgucken. Ja, schießt du mal. Wenn du mich ausknippst, Junge, mach dir keine Vorwürfe. Ich werde nicht anders können, als auf dich zu schießen. Aber es wird mir helfen zu wissen, dass du an Lam dran bleibst und der kleinen Eleanor die Sonne zeigst. Das interessiert dich doch gar nicht. Du wolltest doch bloß Geld haben. Hey Murphy, hier ist Dodge. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du den Code vom Direktor kennst. Schick mir eine Nachricht in meine Zelle in Block A und sag mir, wo du ihn versteckt hast. Dann betrachte ich deine Schulden als abbezahlt. Der Direktor hat meine Warnungen viel zu lange ignoriert. Ich nehme das jetzt selbst in die Hand. Ich habe ein Hacking-Tool aufgetan, um seine Geschütze abzuschalten und die Bots lahmzulegen. Ich habe auch den Code geknackt. Er ist 2, 6. Ah, die letzten zwei Ziffern wissen wir ja schon. Hey Murphy, hier ist Dodge. Hä? Lass dir den Tag nicht durch Feuer ruinieren. Mit dem Elementarschwarm Tonikum erhältst du immer einen kleinen Bonus, wenn deine Gegner die Elemente einsetzen. Ja, das können wir lagern. Das ist der gesamte Code, mein Junge. Du hast es geschafft. Und jetzt komm hier rein und erledige mich. Ja, immer mit der Ruhe. Oh. Alter, du hast hier schön Geld liegen lassen. Das kannst du doch nicht tun. Hä? Hab ich. Tatsache. Ich habe Monate ausgehalten in der Hoffnung, ich würde meine Familie wiedersehen, aber anscheinend ist dieser Strick der einzige Weg in die Freiheit für mich. Bestimmt hat Ryan den Buchladen ge... Boah. Bist du nicht Delta? Als wir uns das erste Mal begegnet sind, warst du etwas Großartiges. Du hattest kein Bewusstsein. Aber du warst äußerst wichtig für deine... Sag mal! Das gibt's nicht! ...nur in den Absichten deines Herrn. Diesen Fehler haben wir bei Sinclair korrigiert. Er ist an die gesamte Familie gebunden. Oh, das heißt, ich lösche die gesamte Familie aus und dann ist er auch tot. Was sagst du dazu? Bitch. Echt schlimm, dass ich hier das Hacken nicht mehr hinkriege. Das ist ja... So. Schon schlimm genug, dass ich nicht den Blauen erwischt habe. Guck mal, von da könnten wir auch reingehen. Für dich habe ich was ganz Besonderes, mein Freund. Na komm. Deine Mutter, Junge. Patsch. Du Sackgesicht. Diese Flintenkugeln sind mega geil. Und ganz ehrlich, die werde ich, glaube ich, auch gegen unseren Freund Sinclair einsetzen. Wow, Mr. Dodge. Da
Das ist aber ein großzügiges Angebot. Ich habe den Code im Gemeinschaftsklo versteckt. In der Spülung von der letzten Toilette links. Dort habe ich auch ein paar andere Sachen gebunkert. Für schlechte Zeiten. Gehört alles Ihnen. Viel Glück mit dem Code. Gut. Gut. Ich sehe, die Hintertür ist offen. Versuch irgendwas hier rein zu praktizieren, was mich zum Kämpfen bringt. Muss was richtig Bedrohliches sein, nehme ich an. Brenne. Sinclair verändert seinen Standort, Vater. Finde ihn. Wir brauchen diesen Schlüssel. Alter! Du Wichse. Es tut mir leid, mein Freund. Man sieht sich, Junge. Ich danke. Vater, ich fürchte, die Schließung aufzuheben bedeutet auch, dass alle Gefangenen freikommen. Bitte richte dich darauf ein, bevor du den Schlüssel an dem Hauptschalter benutzt. Wo wären wir rausgekommen, hätten wir den Tunnel benutzt? Hier. Okay. Wäre ein kleiner hinterhältiger Überraschungsangriff gewesen. So, hier haben wir noch ein Power to the People. Ja. 3, 7 Stück müssten wir noch finden. Ich glaube nicht, dass wir noch so viele finden. Wir haben wahrscheinlich ein paar übersehen. Ich schätze mal, mit dem hier werden wir vielleicht noch einen weiteren finden. Ja, die Frage ist, was nehmen wir jetzt? Nehmen wir einfach mal das. Ja, das war's dann anscheinend auch mit den Power to the People Dingern. Vielleicht haben wir Glück und finden noch eins. Tja, da hast du Glück gehabt, mein Freund. Aber Eleanor ist ja auch wichtig gewesen. Schließung aufgehoben. Sicherheitsbüro wird vorübergehend abgeriegelt. Oh. Sinclair starb als Held der Familie Raptures Delta. War er ein Freund für dich? Wo kommst du her, Eleanor? Begreifst du überhaupt den Unterschied? Und Eleanor, du hast dich für Subject Delta gegen deine Mutter, gegen dein Volk, gegen die Verpflichtung, die in deiner Geburt... Sie hat O-Beine. Wie du willst. Du glaubst, dieses Schiff wird Delta in Sicherheit bringen. Du bist wie ein verzogenes Kind mit einem neuen Spielzeug. Ich habe keine andere Wahl, als es dir wegzunehmen. Schließung aufgehoben. Alle Zellenblöcke entriegelt. Ratatatata! Wir müssen dorthin. Schnell. Ja, schnell ist gut. Aber so schnell kann ich nicht. Vor allen Dingen, wenn hier noch mehr von der Alpha-Serie auftauchen. Ist das ein bisschen problematisch. Ich sollte vielleicht die panzerbrechende Muni beibehalten. Oh, fuck!
Kam ins Face, Junge. Den Granatwerfer sollten wir vielleicht auch mal benutzen. Kriege ich meinen Speer auch wieder, oder? Habe ich den vielleicht schon wieder? Ja, war das jetzt alles? Ich hätte jetzt gedacht, da kommt mehr. Jeder Augenblick reist Eleanor weiter von mir fort, Delta. Bald wird diese Vaterbesessenheit ihr Ende bedeuten. Mir bleibt nichts mehr. Bevor du stirbst, werde ich dir alles nehmen, was dir lieb und teuer ist. Sinclair ist nur eine weitere Leiche, die deinen Weg pflastert. Weg mit dir! Wieso denn zwei? Alter! Chillt mal, Leute, ganz ehrlich. Nicht lustig. Hier, Raketenspeer fürs nächste Mal. Der nächste kriegt einen Raketenspeer in die Fresse. Ob Big Daddy oder nicht. Nicht mal Geld kann ich mir aufheben. Das müssen wir ändern. So, schöne Flintenkugeln. Bisschen Geld. Wir leben doch richtig im Luxus hier. Vater, benutzt das Plasmid. Ich kann dir helfen. Oh, das waren Fallenspeere. Ja, ja, das Plasmid, aber... So sehr brauche ich dich gerade nicht, Kleines. Das ist... Easy für dein Daddy. Also... Ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, dich unbedingt zu rufen. Gegen diese kleinen Schmarotzer, die hier auftauchen. Mein Gut, gegen... Die Alpha-Serie. Sie hat die Ballastkompressoren gesprengt, Vater. Jetzt sind wir zu schwer für einen Start. Außer... Lass mich nachdenken. Ich denke, ich kann das Wasser verdampfen, damit das U-Boot aufsteigen kann. Aber so viel Hitze kann ich nicht allein generieren. Wir sollten uns von den restlichen Little Sisters helfen lassen. Wir nehmen sie mit. Schnell zu den Kinderstationen. What? Was ist denn hier? Oh. Du hast ein Mehrfachziel, drücke M und geh zum Reiterziel, um Abschnitte des Ziels zu sehen und zum aktiven zu wechseln. Der Pfeil und die Karte werden dich zu deinem aktiven Ziel führen. Okay, wir gehen erstmal da lang, würde ich sagen, oder? Ziel. Finde die, das ist bestimmt denn da lang. Nee, das ist auch... Yeah, oh. Wir gehen erstmal, wir folgen einfach mal dem Pfeil. Ich lasse nicht zu, dass er mir noch einmal meinen Vater nimmt. Halt durch. Ja, ich schaff das schon, Kleine. Ah. Das bisschen Schmerz, das ist doch zu verkraften. Jetzt auch alles im Arsch, wa? Alter, das ist gruselig. Das ist gruselig. Ein Ball, der einfach angekullert kommt. Fußball! Ich werde euch keine Offenbarung anbieten. Alles, was ich euch sage, wisst ihr bereits. Mutters Leute fangen an, die Sprengladungen zu zünden. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Oh, bist du tot? So gefällt mir das. Wer ist jetzt dran?
Naja, es lebt gerade keiner mehr, daher kannst du einen Abgang machen. Mein Vater war Arzt. Er hat mich nicht dazu erzogen, ihn nachzuahmen, du Armen, sondern dazu, die Welt so zu formen, wie sie sein. Ich brauche einen Code. Ich sollte ein einfaches moralisches Kalkül lehren. Jede Wahl so zu treffen, als müsse die Welt die Folgen tragen. Jedes Leben und jeder Tod für das Allgemeinwohl. Er nannte das die imperative Selektion und lachte dabei. Die Mädchen erinnern sich an dich. Wir alle tun es. Halleluja! Vater mag dich. Alter, sie geht ja richtig ab. Man denkt dabei immer, wie einfach die Kugel aufgeht. Doch das Wort bedeutet sowohl guter Ort als auch kein Ort. Ein Ideal also, unerreichbar. Schon bei der Namensgebung weigern wir uns daran zu glauben. Und doch werden wir für immer auf dieses Utopia hinarbeiten. Ständig dazu getrieben, mehr zu wollen. Egal, wie viel wir schon haben. Ich scheiß auf dein Utopia, ich will den scheiß Code. Es ist mit die größte Ironie der Menschheit, dass uns genau das Streben nach Utopia davon abgehalten hat, dorthin zu gelangen. Wir sind fast bei der Kinderstation. Ich schätze, wir werden uns den Weg freikämpfen müssen. Mach ihn platt. Ach, Eleanor. Upsi. Entschuldigung. War nicht meine Absicht. Oder vielleicht doch? Oh, ein bisschen Dosenfleisch. Ein bisschen Eve. Und eine Vita-Chamber. Ich will den Code haben, Junge. Ich will hier nicht weiterlaufen. Ich will jetzt den Code für die scheiß Tür da hinten haben. Hallo, Mutter. Wie du immer gesagt hast, in meinem Zustand sollte ich nicht in der Stadt herumlaufen. Aber wenn man nicht rausgeht, erfährt man nichts von der Welt. Also lerne ich zu Hause. Das ist, glaube ich, ein Porzellan-Teeservice im Stil von Ludwig XV., richtig? Ein faszinierendes Geräusch. Und das hier nennt man ein Buntglasfenster, handgearbeitet von deinen Bewunderern. Sie haben sich viel Mühe gegeben, damit es dir ähnlich sieht, nicht wahr? Oh, ist das gemein. Ich weiß, wir sind vorbeigelaufen. Da hier so viel kommt, schätze ich mal, wir müssen hier auch noch hin. Hier irgendwo muss doch der scheiß Zahlencode sein. Alter. Das gibt's nicht. So, wir machen jetzt einfach mal alles voll. So, damit wir auch mal wieder Geld mitnehmen können. Oh, sie schlafen. Okay. Wenn du fertig bist, gib mir ein Signal. Drück den Rufknopf an dem Fenster dort. Dann gehe ich weiter. Lol. Sie hat das Ding einfach kalt gemacht. Houdini-Splicer.
Sag mal! Das gibt's nicht. Wie blöd kann ich sein? Ah, erstmal trinken. Friss das, du Penne. Alpha-Serie erhöht der Schaden. Ich frage mich ja, wie viel man braucht, um eine Serie zu vervollständigen. Müssen die dafür 1000 Punkte haben in der Kamera, oder? Okay. So, jetzt hier in Ruhe das Ding hacken. Sag mal. Mensch, Mensch, Mensch. Wo ist denn dieser Scheißknopf? Hier. Ich wecke die Kinder auf. Sie sind kräftiger, als sie denken. Mit ihrer Hilfe sollte ich das Wasser verdampfen können, damit wir alle hier wegkommen. Okay. Nur weiter, Vater. Ich befreie sie, so schnell ich kann. So, wie du es mir gezeigt hast. Gut machst du das, Eleanor. Oh, diese Musik jetzt dazu, ne? Oh, das ist einfach geil gerade. Ich hätte theoretisch eigentlich für Bioshock 2 einen eigenen Endscreen herstellen sollen. Auf jeden Fall wird es bei Bioshock 3 einen eigenen Endscreen geben. Alter, was ist das für ein krasses Teil? Nein! Ich brauche verdammt nochmal ein Autohacker. Geht weg! Ich bringe euch meine Sister, Junge. Muss ich Sie daran erinnern, Sinclair, dass Lärm jetzt Ihr Problem ist? Sie ist nicht länger eine Bürgerin Raptures. Das war die Bedingung. Sie wollten Ihr Fachwissen... Jetzt haben sie es. Ich brauche Autohacker. Industries ist ihr Kunde. Und wir verlangen Testkandidaten aus ihren Chargen. Die Protektoren sind kurzlebig. Lärm wollte doch Messias spielen, richtig? Na dann. Verkaufen Sie ihr ein Opfer, um die Herde zu retten. Ich brauche einen Autohacker, einen Autohacker. Der ist hier nicht drin. Du rettest sie nicht. Ja, Hackfeil. Ich brauche einen Autohacker, Junge. Bitte. Egal wie rein deine Absichten auch sein mögen. Die Erdoberfläche ist nicht das Paradies, sondern das Verderben.
Es ist mir lieber, sie ertrinken. Oh, das Ding habe ich noch nicht mal gehackt. Hier muss doch... Ich werde nie wieder wütend und handle danach. Irgendwo... Schon beginnt die Illusion zu bröckeln. Der scheiß Code sein. Gene haben nichts gegen ein leeres Lächeln. Aber Wut gehört für die Gene fest zum Programm. Ich ziehe... Wo ist der Code, Penne? Das Gene ist der Feind. Oder habe ich den mittlerweile gefunden? Nö. Ich will wissen, was dahinter ist. Fand ich ja im ersten Teil gut, dass man das hacken konnte. Irgendwo hier muss doch dieser scheiß Code stehen. Warnhinweis. Tagebuch. Norman. Wo bin ich? Norman. Was zum Teufel habt ihr mit meiner Frau gemacht? Norman. Lassen Sie mich aus diesem Sturm! Alter. Oh. Dies ist keine Predigt. Ich werde euch keine Offenbarung anbieten. Alles, was ich euch sage, wisst ihr bereits. Hm. Ich weiß nicht, wo dieser Scheiß-Code sein könnte. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Nicht nur ein bisschen, sondern ganz schön. Und einen Autohacker habe ich auch noch nicht. Mein Vater war Arzt. Er hat mich nicht dazu erzogen, ihn nachzuahmen, sondern dazu, die Welt so zu formen, wie sie sein sollte. Ah. Ich sollte ein einfaches moralisches Kalkül lehren. Hör zu, Vater. Du wolltest vielleicht keine Tochter haben. Aber Liebe ist nur ein chemischer Prozess. Eine Bedeutung erlangt sie nur, indem wir uns entscheiden. Ich will verdammt sein, wenn ich zulasse, dass Mutter dich mir noch einmal wegnimmt. Das höre ich gern, meine Kleine. Das höre ich gern. Oh, tut mir leid. Gibt's hier zufällig... Ja, nur normale Hackpfeil. Wenn ich einen Autohacker finde, gehe ich sofort zurück. Was ist das, Vater? Hm. Okay, Eleanor, du warst zu lahm. Alter. Die macht mit dem kurzen Prozess. Mit so einem Alpha. Kennst du nichts? Auch kein Scheiße. Wir kriegen keinen Autohacker mehr. So eine Kacke. Aber wir können das Ding hacken. Vielleicht habe ich Glück. Alter, jetzt klappt... Medikit. Ich hätte jetzt gedacht, wir kriegen vielleicht einen Autohacker da raus. Aber okay. Das soll uns nicht vergönnt sein. Aber wenn wir einen Autohacker finden, dann werden wir... Das war die nächste.
nächste Sprengladung. Wir müssen weiter. Wenn das Gebäude abstürzt, sind wir alle tot. Ja, hab ich verstanden. Hab ich mitgekriegt, Kleine. Alter, der war mies. Ja, und du bist tot. Da finde ich es besser, die zweite Geige zu spielen, ja? Alter. Sie ist nicht brutal, nein. Wer hat da eben auf mich geschossen? Wer war das? Wen muss ich umbringen? Ich werde euch keine Offenbarung anbieten. Alles, was ich euch sage, wisst ihr bereits. Auch kein Auto-Hacke. Hallo Doktor. Ich stehe gerade im Kameralicht, oder? Hier war doch irgendwo ein Quatsch Shutdown. Ganz ruhig. Mein Vater war Arzt. Ja, wie oft denn noch? Er hat mich nicht dazu erzogen, ihn nachzuahmen, sondern dazu, die Welt so zu formen, wie sie sein sollte. Ich sollte ein einfaches moralisches Kalkül machen. Wen interessiert denn bitte dein Vater? So zu treffen, als müsse die Welt die Folgen tragen. Jedes Leben und jeder Tod für das Allgemeinwohl. Er nannte das die imperative Selektion und lachte dabei, ohne zu lächeln. Hä? Er lachte, ohne zu lächeln? So, ha, ha, ha. Ich kann nicht lachen, denn ich bin dumm. Dumm, dumm, gib mir Gum, Gum. Ha, 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 ha. Okay, okay, ich weiß, das war nicht lustig. Eleanor sollte das ganze Genie Raptures in sich vereinen. Als erste lebende Utopistin. Sie sollte der ganzen Welt dienen, ohne eigene Interessen. Zwingt man einem solchen Wesen ein Bewusstsein auf, kappt man ihm die Flügel. Das war dein Geschenk an sie, Delta, genau wie sie gehofft hatte. Du musst stolz auf dich sein. Ja, bin ich auch. Sehr stolz sogar. Ich habe meine Kleine gerettet. Und was hast du mit deiner Tochter gemacht? Delta war heute in Topform. Die Wärter wollten ihn zwingen, eine weitere Dosis von irgendeinem Zeug zu schlucken, womit sie ihn vollpumpen. Aber er hat alle vier auf einmal fertig gemacht. Hat ihnen sämtliche Arme und Beine gebrochen. Alles war voll Blut. Einer von denen wird wahrscheinlich nicht mehr. Ich wünschte, ich könnte so frei sein. Höhö. Kann ich dir dabei behilflich sein? Aber mittlerweile bist du ja wahrscheinlich schon frei. Okay, den haben wir, ja, erledigt. Aua! Okay. Die sind alle relativ öde. Erstmal ein Whisky. Gut, dann wollen wir mal durch diese Tür. Aber durch diese Tür, meine Freunde, da gehen wir erst in der nächsten Folge durch. Denn wir haben schon wieder unsere Zeit überschritten. Naja, überschritten. Wir liegen gut in der Zeit. Ja, wir gehen jetzt anscheinend mit großen Schritten wirklich diesmal auf das Ende zu. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich die Little Sisters noch befreien und dann versuchen wir nach oben zu kommen, an die Oberfläche. Ja, Autohacker werden wir wohl nicht mehr bekommen. Falls wir einen finden, gehe ich natürlich nochmal zurück an diese Stelle da und guck, was da hinter der Tür ist. Weil wenn ein Hackmechanismus so schwer ist, dann muss da was Besonderes hinter sein. Ja, ich hoffe natürlich, dass wir da noch was finden werden. Ich glaube zwar nicht mehr dran, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, meine Freunde. Vielleicht kommen wir da auch gar nicht mehr hin, wenn wir jetzt die Little Sisters befreien. Wir müssen ja an der Tauchkugel vorbei. Ja, dann haben wir natürlich die Arschkarte.
Auf jeden Fall bedanke ich mich wieder mal sehr herzlich fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, meine sehr verehrten Freunde, haut rein. Just as before, happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Just as before, happy we'll be beyond the sea, and never again I'll